Herzlich willkommen zur vierten Folge der Rabenloge. Heute zu Gast ist Christian Handel, der auch unter seinem Internetpseudonym Darkstar bekannt ist. Als solcher betreibt er Darkstars Fantasy News, einen Blog, der erreichbar ist unter www.fantasy-news.com. Da es in diesem Blog schwerpunktmäßig um Bücher geht, versuchen wir zu ergründen, was denn ein gutes Fantasy-Buch ausmacht. Wir sprechen auch über Christians Moderatorentätigkeit, über sein Leben in Berlin und über einen Schwerpunkt, den er in seinem Blog setzt, nämlich den Gay Friday. Dort werden Werke vorgestellt, in denen queere Figuren eine wesentliche Rolle spielen, also schwule Lesben, transsexuelle, transgender Menschen. Ich hatte viel Spaß bei dieser Folge und wünsche mir, dass Sie ebenso gut unterhalten werden. Okay, herzlich willkommen, Christian, in der Rabenloge. Es freut mich, dass du Zeit für uns findest. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Du bist ja der Betreiber von Darkstars Fantasy News. Das ist ja ein Buchblog. Deswegen würde ich sagen, lass uns gleich mal ein bisschen was über gute Bücher reden und was gute Bücher ausmacht. Du hast mir ja im Vorfeld erzählt, welches deine Lieblingsbücher sind. Ich habe die jetzt hier mal aufgelegt. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was da das Besondere an diesen Büchern ist? Ja, das ist natürlich gar nicht so leicht, sich da auf 3, 4 Bücher festzulegen, die Lieblingsbücher sind. Sowas ändert sich ja im Laufe der Zeit. Aber ich habe jetzt einfach mal stellvertretend aus allen Genres, die ich mag, Lieblingsbücher von mir herausgepickt. Und das ist praktisch historische Fantasy, es ist Urban Fantasy, es ist Fairy Tale Fantasy, also Fantasy, die Märchenmotive verwendet oder Märchenplots nacherzählt. Und auch natürlich die High Fantasy. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass eigentlich alle Bücher, die ich dir genannt habe, interessante Weltenbauten haben, die ich finde. Starke Frauenfiguren und in denen es auch viel um Charakterentwicklung geht. Und das sind eigentlich die Dinge, die mich beim Lesen auch sehr ansprechen. Also Weltenbau, starke Frauenfiguren und Charakterentwicklung. Ja, das Witzige ist, ich dachte früher immer, dass mich der Weltenbau überhaupt nicht interessiert und dass es mir eigentlich hauptsächlich immer um die Charaktere geht. Und es stimmt schon, dass im Mittelpunkt von Büchern, die ich lese, mir schon wichtig ist, dass die Charaktere gut ausgearbeitet sind. Ich auch entwickeln, aber ich habe auch gemerkt, dass so fantastische Welten mit tollen Magiekonzepten oder mit einer tollen Atmosphäre, dass die mich schon sehr, sehr ansprechen und dass mir das persönlich sehr wichtig ist in Büchern. Also es ist ja auch irgendwo das definitorische Merkmal von fantastischer Literatur, dass sie eben in einer besonders ausgedachten Welt spielt, die nicht unsere Welt ist. Ja, das stimmt schon. Ich dachte nur eben in der Vergangenheit, dass mir das eigentlich relativ egal ist. Man könnte ja auch sagen, viele High-Fantasy-Settings sind sehr pseudomittelalterlich, also sich doch sehr ähnlich. Und ich mag halt dann doch das an der Atmosphäre, was dann doch raussticht. Also bei der Toby Day-Serie, die ich zum Beispiel vorgeschlagen habe oder erwähnt habe in meinen Lieblingsbüchern, das ist die Fantasy-Serie. Da geht es eben darum, dass es ein sehr feudal geprägtes Feenkönigreich gibt, das aber direkt in San Francisco auch liegt. Oder da prallen eben die moderne Welt von San Francisco mit dem Golden Gate Park, mit den Brücken, mit diesen Hochhausfassaden eben auf diese magische Welt der Feen, das Sommerland. Und das finde ich halt sehr faszinierend, also solche Konzepte. Also das wäre jetzt bei den Büchern, die wir hier sehen, das One Salt Sea, ne? Das ist der erste Teil genau. Der Reihe. Genau, nee, das ist gar nicht der erste Teil, aber das ist der mit dem festen Karten. Also der erste Teil ist Winterfluch auf Deutsch und auf Englisch Rosemary and Rue. Mittlerweile gibt es 9. Ah, okay, ist also auch eine recht erfolgreiche Reihe. In den USA zumindest, ja. Bei uns leider bis jetzt nur 3 Bände erschienen. Also wenn ich das mal vergleiche mit den Sachen, die ich da, das also meine sind auf der rechten Seite, das wären so die Bücher, die mir eingefallen sind, wo ich sage, das sind wirklich so die besonderen Bücher. Wenn ich da zum Beispiel diese Elric von Melanie Bonnet Saga da nehme, das ist für mich die beste Darstellung dieser Dualität im Universum, würde ich sagen. Also das ist ja so diese Geschichte von Ordnung kämpft gegen Chaos und
Der Clou dabei ist ja, dass keins von beiden die Guten sind, sondern dass Leute, so Wesen wie wir Menschen, können eben nur existieren, wenn es sowohl Ordnung als auch Chaos gibt. Und das habe ich dann später auch in vielen anderen Fantasy-Welten wiedergefunden als Konzept, wie man so eine Dualität aufbauen kann. Und ich finde, das hat Moorcock einfach toll gemacht. Und das, worauf ich eigentlich hinaus will, das könnte ich jetzt für die anderen Bücher auch noch, vielleicht außer für Hogwarts Reise, auch noch ausführen. Also mir haben diese Bücher immer geholfen, irgendwelche Gedanken zu finden und selbst Gedanken zu denken, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Okay, klingt spannend. Hast du ein Beispiel? Also gerade dieses Ordnung und Chaos, weil das die Dualität, wie wir die in unserer Kultur kennen, ist ja tatsächlich, es gibt Gut und Böse. Und da ist Ja. natürlich, je mehr Gut, umso besser, je weniger Böse, umso besser. Ja. Und das ist ein völlig anderes Konzept, als wenn man sagt, das Chaos ist schlecht, weil Chaos völlige Diktatur ist. Es gibt keine Regeln, keine Ordnung, also einfach der Stärkere gewinnt. Und dann irgendwo in der Mitte dieser Serie, da gerät Erik von Melniboné in die Welt der absoluten Ordnung und Moorcock, das ist mir auch noch völlig im Gedächtnis, der schreibt da drin, das ist die schrecklichste aller möglichen Welten. Weil Ordnung bedeutet, es gibt keine Auswahl, alles ist festgelegt. Das heißt, diese ganze Welt ist, ich glaube, ein endloses Blau, ein Raum von endlosem Blau, eine Unendlichkeit von Blau, in der ein letztes Wesen eben sagt, so und jetzt vergehe ich noch und wenn ich vergangen bin, dann ist die Ordnung hergestellt, weil es keine Unterscheidung mehr gibt. Es gibt nicht mehr entweder oder, es gibt nicht links oder rechts, es gibt gar nichts mehr, es gibt nur noch eins, was ist. Also Und sehr philosophische Themen eigentlich, ne? ja, also das würde ich auch, also Hogwarts Reise fällt ein bisschen raus. Hogwarts Reise macht einfach Spaß. Das ist so eine actiongetriebene Geschichte. Aber wobei das auch eine Allegorie ist, die eine ganz traurige Aktualität hat, weil da auch so ein Pseudo-Islam gegen so ein Pseudo-Mittelalter-Abendland kämpft. Okay. Aber im Grunde mag ich das, weil das sehr actionreich und sehr interessant ist. Das hat mich, habe ich auch aufgenommen, weil mich das zu einem eigenen Vierteiler mal inspiriert hat, den ich für das Schwarze Auge geschrieben habe, die Isenborn-Saga. Aber die anderen drei sind tatsächlich, das sind eigentlich philosophische Bücher und bei Frank Herbert, dem sagt man ja auch nach, dass er in seinen späteren Büchern eigentlich, dass die nur noch von den Leuten gelesen werden, die dann behaupten, sie hätten sie verstanden, damit sie sich dann Ah. andere hinaus tun können, weil sie eigentlich niemand mehr verstehen kann. Also der fünfte und sechste Teil der Wüstenplanet-Reihe sind philosophische Diskurse auf Basis von Philosophien, die es in 10.000 Jahren eventuell gibt, ja? Also die es heute nicht gibt. Und Aber der vierte Band ist halt literarisch interessant, weil es ein Dialogroman ist. Das ist der einzige Dialogroman, den ich habe. okay. Ja. Aber es ist schon interessant, weil ich glaube, dich dann eher vielleicht diese philosophischen Themen ansprechen, wenn du liest, und mich eher die, ich sag mal, menschlich-emotionalen vielleicht. Also nicht, dass philosophisch jetzt nicht menschlich-emotional sein kann, aber ich suche halt die sehr stark charaktergetriebenen, was bewegt einen Menschen, wie verhält er sich in so Situationen, und du hast dann noch fast noch das Übergeordnete, das ist spannend. Genauso wie wir ja eigentlich festgestellt haben, dass du lauter Männer als Autoren in deinen Lieblingsbüchern jetzt hattest, die du heute genannt hast, und bei mir sind es lauter Frauen. Also ich habe daraufhin, als du mich darauf hingewiesen hast, tatsächlich nochmal durch mein Bücherregal geguckt, jetzt nicht nur bei meinen Lieblingsbüchern, sondern überhaupt, und dabei festgestellt, dass ich tatsächlich fast nur Männer im Regal stehen habe. Ja. Also es gibt, natürlich habe ich in Marion Zimmer Bradley mal gelesen und so, aber es ist wirklich, wirklich wenig. Und bei mir ist es umgekehrt. Schon spannend. Also es ist ja immer mal so die Frage, schreiben Frauen anders als Männer? Und schlussendlich, ja, wird ja auch viel darüber diskutiert, es ist vielleicht gar nicht, es ist gar nicht so. Das ist alles so eine Gender-Schublade, die es gar nicht gibt, aber vielleicht ist ja doch was dran, sonst ja, würden vielleicht unsere Bücherregale beide gemischter aussehen. Vielleicht. Also es ist auf jeden Fall ja so, dass Frauen sehr, sehr erfolgreich sind, gerade in der Fantasy. Wenn man es etwas weiterfasst und jetzt Harry Potter mit dazu nimmt oder auch das, was die Cornelia Funke macht oder so, das sind ja absolute Weltbestseller. Stephenie Meyer mit ihrer Twilight-Geschichte, die rocken da ja wirklich die Bestsellerlisten, ne? Wobei die ja hauptsächlich im Jugendbuch unterwegs sind oder im All-Age-Bereich. Ja, All-Age-Bereich, aber es ist ja fantastischer Stoff. Es ist ja jetzt nicht der Ponyhof oder die Pferdegeschichte oder die Mädchenbande oder so etwas. Ne? Es ist ja Ja, das schon stimmt.
Es ist ja schon, ist ja immer schon irgendwie ein fantastisches Element, klar. Ja. Ja, schön. Also trotzdem würde ich mich deinen Kriterien durchaus auch anschließen. Also ich finde zwar jetzt diese Expeditionen in so gesellschaftsanalytische oder philosophische Themen immer interessant, aber wenn keine Figur dabei ist, die mich packt, dann nützt mir das auch nichts. Also das ist schon wichtig. Ich würde jetzt nicht den Fokus darauf legen, dass unbedingt eine starke Frauenfigur drin sein muss, aber schon eine interessante Figur sollte schon drin sein und ein interessantes Milieu, in dem sich das alles bewegt, auf jeden Fall auch. Ne? In deinem neuen Buch hast du ja auch eine, also oder in deinem aktuellen Buch steht ja auch eine Frau im Mittelpunkt. Das ist Richtig? bei mir ist tatsächlich so, dass ich fast immer weibliche Protagonistinnen habe. Was aber bei mir, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich könnte mich jetzt hier unheimlich hervortun und sagen, das ist hier mein Beitrag zu irgendeiner gesellschaftlichen Debatte. Tatsächlich stelle ich mir einfach gerne hübsche junge Frauen vor. Ja, also das ist einfach. Ah, okay. Und aus diesem Grunde, ich glaube einfach, dass das der Hauptgrund ist. Denn es gibt noch so ein paar andere. Ich glaube, man hat eher das Gefühl, dass eine Hauptfigur wirklich in Gefahr ist, wenn sie weiblich ist. Das sind so Oh. Sympathien. Und Ja, ist vielleicht richtig, ist aber natürlich auch eine ganz böse Genderfalle, ne? ja, natürlich, aber gut, ich meine, ich nehme das jetzt mal einfach so, wie es ist, ohne zu sagen, das ist jetzt so, wie ich mir das wünsche. Es ist sicherlich nicht irgendwie was, wo man drüber diskutieren kann, ob das jetzt so richtig ist. Aber es drückt halt einen bestimmten Knopf beim Leser auch, glaube ich. Ja. Gut, okay, also haben wir mal ein bisschen über Bücher gesprochen. Erzähl uns mal vielleicht ein bisschen von dir. Du wohnst jetzt in Berlin, kommst da aber ja nicht gebürtig her, oder? Nee, ich bin aus der Nähe von Würzburg ursprünglich, auf dem Land groß geworden und ja, vor ein paar Jahren hat es mich eigentlich nach Zufall nach Berlin, was heißt nach Zufall? Ich habe ein Wochenende hier verbracht, habe mich dann irgendwie verliebt, erst ja, in den Menschen, dann in eine Stadt, bin dann hergezogen und bin jetzt seit 2007 hier in Berlin und finde es eigentlich ganz toll. Also zum einen, weil es halt eine wirklich weltoffene, multikulturelle Stadt ist, die zwar sehr groß ist, aber dadurch, dass wir halt so viele verschiedene Stadtviertel haben, doch irgendwie nicht so überwältigend groß, wie man es manchmal meint. Also meine Eltern denken immer, um Gottes Willen, wie findet man sich in so einem riesen Moloch zurecht, aber so groß ist es gar nicht. Also es ist halt einfach sehr kleinteilig in verschiedene Bereiche Also unterteilt. wir in Köln haben hier die Veedel, so heißt das. Also die Stadtviertel heißt auf Kölsch halt Veedel. Bei Und die uns ist haben, es der Kiez. oder ja, bei euch, genau. Und die haben ja eigentlich, also zum Beispiel bei mir ist das so, wenn ich hier außer, ich lebe in einem sehr intakten Veedel in Sülz, ja. Und da kann ich zu Fuß zum Supermarkt, zur Post, you name it. Also ich komme eigentlich überall hin. Ich bräuchte eigentlich den Rest von Köln drumherum zum Überleben erstmal so und für meinen Alltag bräuchte ich den nicht. Ja? Aber natürlich nutze ich den. Aber ich müsste jetzt, also ich könnte mich auch hier zu Fuß bewegen und hätte erstmal alles, was ich so grundsätzlich bräuchte, in der Nähe. Ja, ist bei mir auch so. Und ich meine, es ist schon so, vielleicht kommt das daher, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin. Manchmal vermisse ich das dann schon. Also das ist halt dieses ruhige Berlin, ist halt sehr lebendig, das ist sehr aktiv, das ist auch teilweise inspirierend, aber es ist halt, es steht halt nie still, ne? Und es ist nie wirklich, wirklich dunkel oder wirklich ruhig. Und wenn ich dann doch mal übers Wochenende oder so in meinem Heimatdorf bin oder so, dann merke ich dann schon, wie du dann auch richtig runterkommst, so direkt im Vergleich zu hier. Das dauert hier schon länger. Ich habe ja ein paar Bilder hier und teils von dir bekommen und teils rausgesucht von Berlin. Da ist ja links eins, das ist aus dem Tiergarten, stand zumindest in der Beschriftung. Das müsste doch eigentlich eine Möglichkeit sein, da auch mal so ein bisschen vom Großstadtlärm wegzukommen, oder? Nee, das ist es schon. Wobei der Tiergarten ist ja wirklich in Mitte, mitten in der Stadt. Aber Berlin ist trotz seiner Größe halt eine sehr, sehr grüne Stadt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das heißt, wir haben sehr viele Parks, nicht nur den Tiergarten. Da ist dann auch Wasser drin. Da ist es dann auch sehr grün. Ist natürlich jetzt, wenn gutes Wetter ist, auch relativ überlaufen. Aber da kann man schon mal hin entweder mit Freunden zum Picknicken oder einfach mit einem guten Buch Seele ein bisschen baumeln lassen, da kommt man schon auch runter und das ist auch wichtig und das mag ich auch an Berlin. Jetzt haben wir hier, ich habe ja einige Wahrzeichen reingepackt. Ich glaube, das kennen die Leute auch, aber in der Mitte ist so eine U-Bahn-Station. Da hattest du darauf hingewiesen, dass das ein interessanter Ort sei in Berlin.
Naja, du hast ja gefragt, was meine Orte in Berlin sind. Genau. Und ich habe dann so überlegt, Mensch, ja, Bild von meiner Arbeit, Bild von meiner Wohnung brauche ich dir jetzt nicht schicken, aber der Neulendorfplatz ist halt stellvertretend für mich dafür, weil da im Prinzip zwischen dem Neulendorfplatz und dem Wittenbergplatz liegt eines von Berlins schwulen Vierteln einfach. Und da bin ich dann halt auch mit Freunden am Wochenende auch gerne mal unterwegs. Und ja, deswegen habe Was ich muss man dann. sich unter einem schwulen Viertel vorstellen? Ich meine, es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass es da eine Einlasskontrolle gibt und man da bezeugen muss, dass man schwul ist und sonst kommt man nicht rein, oder? Nein, da darf man auch sehr gerne als Hetero rein. Und ich habe mich auch letzte Woche in der Schwulenbar mit einer Frau sehr nett unterhalten. Also es ist ganz normal. Nee, aber es ist halt dann doch schon so, dass wir ja dann doch gern mal auch in eine Bar oder in einen Café gehen, wo man halt auch Gleichgesinnte trifft, wo man halt, gerade wenn du Single oder was bist, wo du halt nicht überlegen musst, erst wenn du irgendwo einen Typen auf der Stadt siehst, könnte der auch schwul sein oder hetero. Sondern da ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ groß und so gibt es halt ein Viertel, wo halt mehrere Cafés und Bars und Nachtclubs aneinander liegen und das ist halt vom Neulendorfplatz aus gut erreichbar, zum Beispiel in Berlin. Also Wir haben natürlich das ist dann ein Ausgehviertel, so muss ich mir ein das vorstellen. Ausgehviertel, genau. Ein Ausgeh-Einkaufsviertel, da sind auch die schwulen Läden, da ist auch der Prinz-Eisenherz, das ist ein schwuler Buchladen oder ein schwul-lesbischer Buchladen, der hat auch schwul-lesbische Fantasy-Literatur, da reden wir ja nachher vielleicht auch Ah, noch ein genau, bisschen ja. drüber. Genau, und ja, schlussendlich ist das halt einfach eine der Örtlichkeiten, wo ich halt auch mal unterwegs bin. Und deswegen habe ich es stellvertretend genannt. Okay. Und die U-Bahn-Station ist echt schön. Ja, Nicht so schlimm. ich kenne sie zwar nicht, aber anhand von dem Bild her ist sie zumindest mal architektonisch interessant. Ja, ich sollte vielleicht dazu sagen, bevor sich die Leute wundern, die jetzt noch nicht in Berlin waren, es ist eine U-Bahn-Station, aber die U-Bahn fährt bei uns teilweise auch über Tag, also Ist bei uns auch auf so, ja. Schienen, Ist bei ja. uns auch so, ja, genau. Nee, interessant, gut. Kommen wir vielleicht mal zu deiner Webseite. Du bist ja Blogger. Ich habe jetzt mal hier diese Eingangsseite von dir aufgelegt, Darkstars Fantasy News. Erzähl vielleicht mal ein bisschen, wie lange gibt es das? Was findet man da so? Die große Preisfrage ist, ob ich wirklich ein Blogger bin. Also ich sehe mich selber schon auch so, ich habe mich auch immer so gesehen, aber tatsächlich hat eine befreundete Bloggerin neulich zu mir gesagt, naja, eigentlich bist du überhaupt kein Blogger. Du machst einfach irgendwie viele verschiedene Dinge und deswegen sehe ich mich vielleicht auch ein Stück weit mehr als, ja, ich sag mal, Newsportal oder als, ja, Anlaufstelle rund um Fantasy über Dinge, die mich interessieren. Wie bin ich Also da drauf? vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe einige Zuschauer, die nicht wissen, was überhaupt ein Blog ist. Das ist ja im Grunde eine Art Tagebuch, das man im Internet führt, oder? Ja, so hat es irgendwann mal mit der Beschreibung angefangen. Tatsächlich ist es, ich denke mal, ein Format im Internet, in dem man Beiträge einfach online stellen kann. Ein Blog ist meistens relativ persönlich geprägt, finde ich, jetzt gerade im Vergleich zu, ja, einer Zeitschrift oder sowas. Und Blogs gibt es halt zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Es gibt ja diese Beauty-Blogs, die momentan sehr beliebt sind. Es gibt Blogs über politische Themen. Es gibt Ja, es gibt wirklich sehr private Blogs und dann gibt es natürlich auch die Literatur, die Bücherblogs, Filmblogs, was man sich so vorstellen kann. Und ich liebe ja Fantasy schon immer, habe mich immer dafür auch interessiert, was ist so los im Internet, habe dann irgendwie Jahre schon bevor irgendwie Darkstars Fantasy News an den Start ging, bei LiveJournal damals, das war ja auch so ein Blogsystem oder ein Journal-System, auch schon eine Fantasy-News-Seite gehabt, in denen ich halt gepostet habe, jetzt ist das neue Buch von, weiß ich nicht, Ted Williams erschienen. Und irgendwann habe ich gedacht, so ein Blog wäre eigentlich ganz nett. Und Februar 2008 hat mir dann eine Freundin unter die Arme gegriffen, die gut im Programmieren war. Und wir haben uns dann für einen WordPress-Blog entschieden und seitdem gibt es fantasy-news.com. Aber es ist ja jetzt eben nicht, wie man vielleicht jetzt, also wenn man jetzt nur den Namen hört, könnte man ja denken, es sind tatsächlich nur Neuigkeiten im Sinne von, da ist was erschienen und da gibt es eine Lesung und dort tritt jemand auf oder so etwas, sondern ich habe jetzt hier mal vergrößert, was für Beiträge du da hast. Also erstmal sind das schon mal sehr stolze Zahlen, finde ich. Und tatsächlich ist der größte Block News, sehe ich hier, Ja. 1625, als ich den Screenshot gemacht habe. Aber du hast ja andere Sachen auch außer News noch drauf, ne? Also mir war von Anfang an sehr wichtig, auch Interviews zu präsentieren. Das ist so ein Schlussendlich habe ich mir überlegt, dass ich in meinem Blog gerne das präsentieren wollte, was mich halt selbst interessiert. Das ist auch das, was mich antreibt und deswegen gibt es, glaube ich, den Blog einfach auch schon so lange. Und ich fand es halt toll, gerade jetzt übers Internet dann auch mit
mit Fantasy-Autoren, teilweise auch mal mit einem Übersetzer, mit einem Verleger in Kontakt zu kommen und mit dem über die Arbeit zu sprechen oder über die neuen Bücher oder über das, was die Leute bewegt. Und Interviews lese ich persönlich halt selber auch unheimlich gern auf anderen Webseiten, auf anderen Blogs. Und deswegen gibt es die eben auch bei mir. Das ist sowas, was ich habe. Dann natürlich die Reviews oder Rezensionen. Wenn ich da nochmal einhaken darf, also du beschränkst dich ja nicht auf Bücher, sondern du hast ja auch Rezensionen zu DVDs zum Beispiel, wenn es jetzt Fantasy ist, ne? Also ich habe eigentlich zu 95% alles, was Fantasy angeht, und manchmal ist halt auch was dabei, was mich halt interessiert, was dann halt nicht Fantasy ist. Und ja, das sagt dann der Blog nicht aus, oder der Blogtitel nicht aus, aber da ist der Blog einfach persönlich genug geprägt, dass ich da auch mal so ein Seitenthema mit reinnehme, irgendwas, was mich bewegt. Also sollten vielleicht der Vollständigkeit halber, bevor man uns unterstellt, dass wir es verschweigen, sagen, dass du auch mal ein Interview mit mir gemacht hast. Natürlich, ja. Damals als Schattenkult erschienen ist, kann ich mich auch noch daran erinnern. Also für die Interessierten, die können das noch nachlesen. Das ist nach wie vor vorrätig auf Fantasy News. Jetzt, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, das ist ja doch etwas, was ein bisschen Reichweite hat, so ein Blog generell und dein Blog im Speziellen natürlich auch. Also man kann davon ausgehen, wenn du da etwas online stellst, das lesen mehr als 3 Leute, nehme ich an, ne? Ja, denke ich doch schon. Also ich meine, natürlich nutzt man ja auch die Reichweite, die man dann über Facebook noch dazu bekommt. Ich habe einen Facebook-Account, da teile ich natürlich so einen Artikel auch. Was muss man Ja. sich für eine Größenordnung vorstellen, was da realistisch ist? Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Klingt jetzt bestimmt wie eine Ausrede, aber also ich habe ein Analyse-Tool, das hat mega fantastische Zahlen. Ich weiß aber nicht, wie viel davon Roboter oder so sind. Man darf sich da halt auch nichts vormachen. Dadurch, dass ich fantasy-news.com halt habe, greifen da wahrscheinlich auch einfach über eine Suche viele Amerikaner oder so zu. Und ich halte meinen Blog eigentlich bis auf die Interviews, die ich mit internationalen Autoren führe, nur auf Deutsch. Die werden da nicht lang vorbeigucken, aber mittlerweile merkt man ja doch schon, ich meine, die Blogger-Szene, überhaupt die Fantasy-Szene in Deutschland ist ja gut vernetzt, wenn man auf Buchmessen ist, man kennt sich, man trifft sich, man unterhält sich, man mag sich auch, das finde ich auch total schön. Aber ich kann es nicht abschätzen. Also bei meinen Gewinnspielen merke ich halt, es sind dann oft schon ein paar hundert Leute, die bei so einem Gewinnspiel mitmachen. Ich weiß nicht, wie es dann Schneeballeffekt gibt, wie die Leute das erfahren, aber offensichtlich wird hier gefunden und wird gelesen und ja, macht hoffentlich den Leuten ähnlich viel Spaß wie mir. Weil im Endeffekt macht es halt mir wahnsinnig Spaß. Und mir ist es auch wichtig, einfach nur das auf dem Blog zu machen, wozu ich Lust habe. Du hattest gerade die Blogger-Szene angesprochen. Also das heißt, man liest sich auch gegenseitig, so die anderen Blogs und kommentiert da vielleicht mal und sowas. Das ist durchaus üblich, oder? Ich glaube sogar, dass relativ viele Blogger selbst auch Blogs lesen. Weil schlussendlich ist es ja, warum macht man so einen Blog? Oder ich kann da jetzt ja nur eigentlich für mich sprechen, aber ich interessiere mich halt für das Thema und natürlich lese ich dann auch auf anderen Blogs, was andere Leute interessiert oder was die für News haben oder was die für Interviews führen oder wie vielleicht ein neues Buch ist, das mich interessiert, wenn es jemand anderes gelesen hat. Das ist schon, ich finde es sehr spannend und ich verbringe da ein bisschen zu viel Zeit im Internet. Das ist schon so. Aber ja, aber ich habe auch schon ganz, ganz tolle Leute über Blogs kennengelernt, die ich auch echt nicht mehr missen mag bei mir in meinem Bekanntenkreis. Ich habe so den Eindruck, dass es, also natürlich ist das eine ganz andere Größenordnung, aber vielleicht dann doch ein bisschen vergleichbar, wenn so man die Talkshows im Fernsehen guckt. Also ich bin so ein Quartals-Talkshow-Gucker, ja. Also es gibt immer so mal so einen Monat im Jahr, wo ich dann alle 3 Talkshows, die so in der Woche laufen, mir angucke, ja. Und dann wieder ein Jahr gucke ich gar keinen. Aber wenn ich das dann mache, stelle ich fest, dass es so ein paar Paradiesvögel gibt, die werden dann so durchgereicht. Die tauchen dann erst bei dem Jauch vielleicht auf und dann später nochmal bei der Illner und dann sind sie nochmal bei der Maischberger und bei dem Lanz und so. Ich glaube, das ist bei den Blogs auch so, oder? Also, dass da manchmal dann eben man aufmerksam wird, weil ein Kollege was gemacht hat und dann hat man selbst vielleicht Lust, in der gleichen Richtung zum gleichen Thema was zu tun. Das mag total sein, aber so vernetzt bin ich jetzt nicht. Aber klar, ich meine, wenn jetzt gerade eine große Neuerscheinung ansteht oder sich irgendwie was tut oder so, dann sind es einfach Themen, die ja ganz viele Blogger interessieren. Und natürlich findet man dann auf verschiedenen Blogs ähnliche Inhalte. Es gibt ja auch diese Blogtouren.
Also, was ist eine Blogtour? Das heißt irgendwie meistens, wenn ein neues Buch von einem neuen Autor rauskommt, dann macht ein Autor Station auf mehreren Blogs, jeden Tag auf einem anderen Blog oder einmal in der Woche woanders und stellt halt die unterschiedlichen Facetten seines Buchs vor. Da gibt es mal eine Leseprobe, mal ein Interview, mal einen Hintergrundartikel. Habe ich gerade hinter mir mit Drachenmar. Das waren fünf Damen, die das gemacht haben. Ja. Das war insofern für mich ganz entspannt, weil ich da wenig tun musste. Ich musste ein Interview geben und musste ein Protagonisten-Interview geben, also wo ich mir vorstelle, ich wäre die Protagonistin und dann beantworte die Fragen aus deren Sicht. Und ansonsten haben die Artikel geschrieben. Also Drachen in Mythologie und Moderne war einer und das Buch an sich und die Welt des Buches und so. Also da haben die so diese Hintergrundartikel, da konnte ich mich selbst überraschen lassen, was ich denn da so über mein Buch erfahre. Also das Aber war. diese, das sind doch schon spannende Geschichten, diese Blogtouren. Ich finde die eigentlich ganz, ganz toll, weil halt, weil wir Blogger ja auch doch unterschiedlich sind und ganz anders mit. Andere Sicht auch Ja. einbringen dann, ja. Finde ich auch. Gut, also wir empfehlen dein Blog Ja. fantasyfuß.com Vielen Dank. auf jeden Fall. Auch also gerade wenn man eben so auf News aus ist, wird man da sicherlich dann keine größeren Entwicklungen zumindest verpassen, denke ich mal, weil du da ja Wobei, dem journalistischen Eifer verpflichtet bist. ja, wobei, da muss ich dir ganz, oder da bin ich ganz ehrlich und sage halt, mein Blog ist das, was mich privat auch interessiert und ich konzentriere mich da drauf. Und wenn jetzt Stephen King einen neuen Roman hat, der vielleicht auch fantastisch ist, ich bin kein Stephen King-Leser, da findet man wahrscheinlich in der Regel auch nichts bei mir. Also ich fokussiere mich da wirklich, wirklich auf das, was mich interessiert. Ja, okay, Stephen King, vielleicht jetzt nicht, aber du kennst ja durchaus so den ein oder anderen großen Namen auch persönlich, so aus der Fantastikliteratur. Denn du bist ja auch als Moderator tätig. Da habe ich jetzt auch noch mal so ein Bildchen vorbereitet. Mit wem sieht man dich da? Da sieht man mich mit Thomas Thiemaier, das war auf der Leipziger Buchmesse dieses Jahr. Da hat Thomas sein aktuelles Buch vorgestellt. Wie heißt das? Ach, Devil's River. Ah, okay. Hat auch einen Fantastikeinschlag, spielt im Prinzip im Wilden Westen. Und ja, eigentlich ist das auch ein Thema, über das ich eigentlich durch mein oder zu dem ich eigentlich über meinen Blog gekommen bin, das Moderieren. Also über meinen Blog und natürlich über meine Arbeit für die Nautilus, Das für heißt, die ich man ja hat auch schon dich seit Jahren war. kennengelernt über das Blog und dann angefragt, ob du Interesse hättest, das mal zu machen. Also über Blog und über die Nautilus lernt man ja dann doch auf den Buchmessen oder halt per E-Mail Verlagsmitarbeiter kennen mit der Zeit. Und auch da freut man sich immer wieder, wenn man die auf Messen trifft. Und so hat sich es dann irgendwie ergeben, dass mich tatsächlich mal ein Verlag angefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, eine Fantasy-Runde zu moderieren. Und dann habe ich gedacht, warum nicht, probiere ich mal aus. Und das hat mir tatsächlich dann so viel Spaß gemacht, dass ich halt auch in Gesprächen mit anderen Verlagen da auf das Thema kam. Und ja, seither darf ich eigentlich öfter moderieren, was mir richtig Spaß macht. Und ich hoffe, dass ich das noch lange machen darf. Also ich kenne dich ja von der Piper Fantasy Nacht, wo du mit Dan Wells und Markus Heitz. Markus Heitz, genau. Das Was war natürlich toll, ja. macht eine schöne Moderation aus, also für den Moderator, wo du hinterher sagst, das war jetzt schön, dass wir das gemacht haben? Für den Moderator. Also halt einfach, wenn man wirklich, wenn es so richtig fließt, wenn es so ein Miteinander ist, wenn es Spaß macht und wenn man natürlich auch einen Autor hat, der da auch was bereit ist, was zu erzählen und halt auch Lust drauf hat und ein bisschen lustig ist. Und ich meine, sowohl Dan Wells auch als auch Markus Heitz, die sind ja beide irgendwie schon Entertainer und verschmitzt. Und das macht natürlich wirklich, wirklich Spaß, weil ja, einem die Bälle da einfach zufliegen. Das ist dann auch nicht so schwer. Ja, also das nimmt einem natürlich auch ein bisschen die Angst, so als Moderator. Man fragt sich ja dann schon manchmal, Mensch, wenn man so eine 2-Stunden-Veranstaltung vor sich hat, wenn man da jemanden hat. Also es gibt ja auch durchaus Autoren, die vielleicht öffentlichkeitsscheu ist jetzt der falsche Ton, aber die vielleicht nicht unbedingt auf eine Bühne wollen. Und ich glaube, wenn man so jemanden hätte, der sich da nicht wohlfühlen würde und dem man dann jedes Wort aus der Nase ziehen müsste, da wird es natürlich dann anstrengend, auch für einen Moderator. Aber also ich würde jetzt mal ein Gegenbild entwerfen. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch wirklich als Gegenbild richtig darstelle. Du bist jetzt nicht in dem Sinne in deiner Moderatorentätigkeit sowas wie ein investigativer Journalist, der seinen
seinen Gast da irgendwie aufs Glatteis führen will und ihm dann da irgendwelche peinlichen Sachen entlocken möchte, oder doch? Das wäre auch völlig falsch. Nee, man muss da ja ehrlicherweise sagen, schlussendlich ist das ja ein Auftrag, den ich da habe, den ich von einem Verlag auch bekomme. Er Und redet vom Verlag, von dem Autor, der da mitspielt, wahrscheinlich. genau. Also ich meine, die Nicht Piper Fantasy Nacht. vom Verlag. Ja, nee, also und schlussendlich geht es ja darum, warum, also da habe ich auch überhaupt nicht das Interesse daran. Das sind Fans oder Neugierige, die sich auch für Fantasy-Literatur interessieren oder für die Autoren interessieren, die auf so eine Lesung wollen. Und die möchten natürlich einfach was über die Bücher, über den Autor erfahren, hören, wie der tickt, wie so die Schreibarbeit ist. Und ich finde auch, da ist es zu einem ganz großen Teil auch falsch, da zu sehr im Privatleben oder sonst was zu kramen. Das wollen die Leute da in der Regel eigentlich nicht wissen und darum geht es auch nicht. Es geht ums Werk, es geht um den Autor und da geht es darum, einen kurzweiligen Abend zu haben und da sollen sich alle wohlfühlen, die Zuschauer sollen was davon haben, der Autor und schlussendlich macht es mir auch mehr Spaß, ja. Du hast ja mal, oder du hast ja eingangs erwähnt, dass es schön ist, wenn die ganze Sache auch so fließt und in so einen Fluss kommt. Was kann denn der Autor, der jetzt auf dieser Veranstaltung ist und den du da moderierst, was kann der denn dazu beitragen, dass das dann auch gelingt? Schlussendlich kommt es, glaube ich, auf den Autor an. Ich meine, wenn das jemand ist, der es noch nie gemacht hat, dann ist es wohl so, dass es vielleicht schon hilft, sich da auch ein bisschen vorzubereiten. Also es ist ja nicht damit getan, dass man irgendwie auf die Bühne geht und dann 2 Stunden sich miteinander unterhält. Also es ist ja schon so, dass in die Vorbereitung auch sehr, sehr viel Arbeit einfließt. Ich denke mal beim Autor genauso wie bei mir als Moderator. Also wenn ich eine Moderation annehme, dann lese ich natürlich das Werk, um das es geht, aus dem dann auch gelesen wird. Wenn es ein Autor ist, der schon mehrere Bücher geschrieben hat, ist es dann auch meistens nicht mit einem Buch getan. Man erkundigt sich über den Autor, ich gucke mir die Webseiten an, ich spreche mit dem Verlag, ob sie Hintergrundinformationen zum Autor haben für mich noch. Ich gucke, was steht so bei ihm an. Ich lese seinen Blog, wenn er einen Blog hat. Ich mache mir halt sehr viele Gedanken übers Werk, über den Autor, über die Schreibarbeit und überlege mir dann halt, Mensch, was würde mich eigentlich interessieren? Was könnte die Zuschauer interessieren? Und daraus entwickle ich ein Konzept. Und es gibt Autoren, also bevor man dann praktisch, manche kenne ich jetzt, aber bevor es auf die Bühne geht, mit manchen tauscht man sich ja auch per E-Mail nochmal aus. Manche möchten dann vorher ungefähr grob wissen, worum es geht. Da schickt man vielleicht auch die eine oder andere Frage hin. Andere sagen, für mich ist es viel besser, wenn das alles spontan läuft, schickt mir keine Fragen vorher. Und ja, aber so als Autor, ja, wird man sich ja auch Gedanken machen, was will man so von sich preisgeben auf der Bühne, was will man erzählen. Also ich glaube, wenn man da ganz naiv hingeht und überhaupt keine Vorstellung hat und denkt, naja, das wird schon alles laufen, dann kann es vielleicht auch in die Hose gehen. Vielleicht auch nicht, aber ich würde mir, glaube ich, vorher auch Gedanken machen, was will ich denn eigentlich so erzählen und von mir freigeben oder was ist interessant oder woran schreibe ich vielleicht gerade, darf ich das schon erzählen, möchte ich es erzählen, macht das die Leute neugierig, solche Dinge. Also, was ja auch noch, wir haben jetzt vom Autor und vom Moderator gesprochen, da ist ja noch ein Dritter im Bunde, nämlich das Publikum. Ja. Während der Autor liest, ist es natürlich schön, wenn das Publikum zuhört und an den richtigen Stellen lacht, das ist klar. Und ansonsten, wie sieht es denn aus mit diesen Publikumsfragen? Gehen die dir auf den Keks oder sagst du, das ist schön, wenn da viele kommen oder wie ist das? Nee, finde ich toll. Also schlussendlich bin ich da auch wieder Fan. Ich bin ja auch früher gern mal auf die eine oder andere Lesung gegangen und viele haben ja auch vielleicht Fragen aus dem Publikum heraus, die sie dem Autor gern stellen wollen. Und manche machen das dann lieber vielleicht in der Signierstunde danach und manche, oft dauert es einfach auch, bis so ein Bann gebrochen ist, dass der Erste Der sich gar nicht erste, so ja, traut. genau. Und aber wenn es dann losgeht, also auf der letzten Piper Fantasy Nacht, als ich mit Markus Heitz zu den Zwergen eben die Moderation gemacht habe, da hatten wir auch ein Tablet dabei. Da sind auch Fragen aus dem Publikum gestellt worden, das aber virtuell online war, also über Facebook und über Twitter. Das war natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Experiment mal. Und da trauen sich die Leute natürlich eher zu fragen. Also da ist es dann eher so, dass da viele vielleicht nicht verstehen, wie so eine Veranstaltung abläuft, wenn du dann halt irgendwie durch Twitter durchscrollst und dann steht halt dann dort, Mensch, warum hat er denn meine Frage noch nicht gestellt, das wird ignoriert oder so. Dann, ja, man muss da halt auch schon gucken, dass es ein gewisser Fluss hat, so eine Moderation. Das ist manchmal gar nicht so leicht, aber. Aber was ich auch aus meiner Perspektive sagen kann, wenn ich Lesungen mache, ich bin auch wirklich dankbar für jede Frage.
Manchmal bin ich nicht so dankbar für meine eigene Antwort. Dann ärgere ich mich am nächsten Tag noch, dass ich da nicht mehr draus gemacht habe aus der Frage. Das kommt schon mal vor. Aber die Fragen an sich freuen mich tatsächlich immer, weil das auch, dann bin ich auch immer sicher, wenn eine Frage kommt, dass das, was ich dann erzähle, zumindest einen interessiert im Publikum. Also weil der dann die Fragen gestellt hat. Ach, die Leute würden ja nicht kommen, wenn sie sich nicht dafür interessieren haben. Da muss man sich, glaube ich, selber auch ein bisschen ja, Mut einfach machen. Aber ich find's halt auch toll, wenn die Fragen kommen. Das hat halt nochmal was sehr Lebendiges. Also Leute, wenn ihr auf Lesungen seid, traut euch ruhig. Ich glaube, die Absolut. meisten sind da begeistert. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, deswegen finde ich auch so Fragerunden und so weiter halt sehr spannend. Eine Lesung selbst an sich, wenn jetzt halt nur gelesen wird. Gibt natürlich auch die Autoren, die unglaublich gut vorlesen, da ist es dann schon spannend, aber ansonsten ist mir das eigentlich fast zu langweilig. Ich finde es eigentlich viel spannender, wenn ein Autor ein bisschen über die Hintergründe erzählt, wie ist er auf die Geschichte gekommen, was hat ihn bewegt oder wo hat er Schwierigkeiten mit gehabt. Das ist, weil das Also Buch. das ist auf jeden Fall etwas, was so eine Lesung individuell macht, während die vorgetragenen Passagen man ja auch selbst lesen kann oder im Hörbuch sich vorlesen lassen kann. Und ich glaube, viele haben ja die Bücher oft auch schon vorher gelesen. Es ist ja jetzt nicht die reine Werbeveranstaltung für das Buch. Viele haben ja die Bücher schon vorher gelesen, bevor sie überhaupt zu der Lesung kommen. Also, ja. Genau. Gut, lass uns noch mal ganz kurz auf die Nautilus kommen, weil du die auch Sehr gern. angesprochen hattest. Das ist eine Zeitschrift, die es Richtig. auch als PDF-Version gibt. Man kann die also auch kaufen im Internet als PDF-Download. Ich wurde da auch schon dreimal interviewt, glaube ich. ja, also erzähl mal was darüber. Ja, die Nautilus Abenteuer und Fantastik ist ein monatlich erscheinendes ja, Fantasy-Magazin, möchte ich mal sagen. Oder Fantastik-Magazin trifft es besser, weil wir uns ja nicht nur auf Fantasy spezialisieren, sondern auch auf Science-Fiction, auf Abenteuerliteratur, auf ja, viel Filme. Also es ist tatsächlich so, dass wir die neuen Blockbuster sehr gerne vorstellen. Also alles, was so Fantastik ist, diese Marvel-Filme. Jetzt kommt das Märchen der Märchen im Kino. Star Wars wird bestimmt ein großes Thema. Und aus diesen, ich sag mal, monatlichen Themengebieten heraus entwickeln wir halt noch Artikel, die darüber hinausgehen. Das heißt, irgendwie, wenn gerade eine Dystopie im Kino kommt, kann es sehr gut sein, dass es einen Hintergrundartikel zu Dystopien gibt. Game of Thrones ist für uns ein Thema, aber halt auch viel Fantasy-Literatur. Also ich glaube, so 50% der Nautilus machen eben die Filmbeiträge aus, wobei das halt wirklich auch Setberichte sind. Interviews, oft auch exklusiv geführt. Da habe ich eine Kollegin, die hat das Glück, dass die in Berlin sehr viel unterwegs ist und schon viele tolle Leute getroffen hat. Jennifer Lawrence durfte sie schon interviewen, diverse Leute aus dem Produktionsstab von Disney. Das ist dann natürlich schon spannend. Ich selber habe mit Diana Gabaldon mich neulich unterhalten dürfen, der Autorin von Feuer und Stein, die ja praktisch das ja die Vorlage ist für die Outlander-Saga. Da war ein Kollege von mir jetzt direkt vor Ort am Set, hat sich das angeguckt und hat darüber noch einen Artikel geschrieben. Sowas Ist findet man die so drauf, die Gäbelin? total locker. Also die war echt toll. Hat natürlich sehr viel einfach auch zu erzählen gehabt. Da merkt man, dass sie einfach auch schon jahrelang unterwegs ist. Die Reihe gibt es ja auch schon eine Weile. Und die hat mir aber auch erzählt gleich, dass sie für das lustige Taschenbuch schon Geschichten geschrieben hat oder für Disney halt. Und das wusste ich auch gar nicht. Und es war ein sehr, sehr angenehmes, sehr schönes Gespräch über eine Stunde. Und das ist halt was, was man so im Blog oder was ich so bei mir im Blog in der Regel nicht habe. Also das sind schon die Dinge, die halt die Arbeit an der Nautilus interessant machen. Das heißt, das sind oft wirklich ausführliche Exklusivinterviews, auch mit tollen großen Namen, teilweise international. Das ist halt einfach auch nicht so leicht. Ne? Mit dir durften wir schon ein Interview führen, genau. Und aber was da halt auch Spaß macht, sind diese Hintergrundartikel, die es zum Beispiel bei mir auf dem Blog fast gar nicht gibt. Also wo man sich auch wirklich intensiver mit Themen auseinandersetzt. Ich habe Artikel schon geschrieben über ja, die ursprünglichen Wurzeln der Brüder Grimm-Märchen, wie dunkel die eigentlich sind. Oder jetzt arbeite ich gerade an einem Artikel, in dem ich halt ein bisschen untersuche, dass halt in so vielen Jugenddystopien, die momentan herauskommen, das gar nicht mehr so um kämpferische Arenen geht, wie das damals bei Panem der Fall war, sondern dass das so alles so feudale Adelssysteme sind und alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr märchenhaft, mädchenhaft ist und
Klar, so Sachen sind halt. Oder wohin geht die Fantasy-Literatur? Wir hatten schon Artikel über, warum gibt es in so vielen Fantasy-Büchern Karten und was ist da der Nutzen? Und haben dann da 10, 20 verschiedene Autoren oder auch Lektoren dazu interviewt und daraus einen Artikel gemacht. Das kostet halt auch viel Zeit, aber das macht halt Spaß. Und ich glaube, dass das so der Mehrwert ist von so einer Zeitschrift, die halt wirklich mit viel Liebe auch gelayoutet wird, mit viel Liebe zum Detail. Ja, auch geschrieben und erstellt wird, und das merkt man auch. So, und die gibt es, wie gesagt, im Internet. Es gibt sie aber auch in gedruckter Form. Genau, ich habe gerade eine da, was ich schon gedacht habe, dass du mich darauf ansprichst. Die gibt es also am Kiosk. Gibt auch auf meinem Blog findet man auch einen Link zum Kioskfinder, wo man auch gucken kann, wo es die in der Nähe gibt bei einem. Wunderbar. Und du hast welche Rolle jetzt bei diesem Magazin? Ich bin da freier Mitarbeiter bzw. fester Mitarbeiter, auch über meinen Blog irgendwann dazugekommen. Habe da 2008, glaube ich, oder 2009 angefangen zu schreiben und betreue da momentan den Hörbuchbereich. Mache aber darüber hinaus halt auch andere Themen, die mich interessieren. Immer wenn eine neue Ausgabe rauskommt, ein paar Monate im Vorfeld eigentlich schon, stehen so bestimmte Themen fest und dann tauschen wir uns aus miteinander. Was interessiert jemanden? Wer hat vielleicht welche Ideen? Wer hat was gehört? Und dann bauen wir im Prinzip zusammen daraus das Heft, wobei unser Chefredakteur natürlich darauf achtet, dass das alles Hand und Fuß hat und alles zusammenpasst. Und ja, der beauftragt uns dann mit dem Schreiben der Artikel und dann entsteht dann ja nach viel Vorarbeit, nach viel Arbeit irgendwann so ein schönes Heft, das es monatlich auch am Kiosk gibt. Und das Wunderbar. ja. Okay, nee, Dass ich schön. hoffe, dass ihr wirklich auch ausprobiert, weil ja, das ist schon auch so ein Herzprojekt und ich glaube schon, dass sich das lohnt, wenn man sich für Fantasy interessiert. Du hast ja gerade auch noch mal gesagt, da bist du über deinen Blog drauf gekommen. Jetzt hast du bei deinem Blog ja, ich glaube nicht von Anfang an, aber inzwischen auch eine Spezialrubrik, den Gay Friday, Ja, wo es genau. um Gay Fantasy geht. Und ich weiß, dass Hauptsächlich. mindestens die Hälfte meiner Zuschauer auf diese Rabenloge gewartet haben, um zu erfahren, was ist Gay Fantasy. Jetzt schlage ich mal vor, wir kommen mal, oder ich mache mal eine Vorlage. Ich habe nämlich mal überlegt, was es sein könnte und was ich gelesen haben könnte in der Richtung. Und da ist mir insbesondere dieses Buch hier aufgefallen, das heißt Aldarin, ist Ja. also in der Reihe Das Schwarze Auge erschienen vom Autor Stefan Unterhuber. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob es schon die Kriterien erfüllen würde für Gay Fantasy. Also die Geschichte ist so, es geht halt um so die ersten Lichtelfen, die nach Aventurien gekommen sind, in diesen Kontinent des Schwarzen Auges. Einer davon heißt Aldarin, der eine Liebesbeziehung hat zu Simia. Simia ist ein ganz toller Hochelf, ja, oder Lichtelf. So, und die beiden werden getrennt. Und ein Großteil dieses Buches besteht also darin, dass Aldarin nach Simia sucht und dann auch den Elfennamen Aldarin, der Simia liebt oder sowas bekommt. Und es ist auch keine platonische Liebe, allerdings wird es auch nicht jetzt explizit geschildert. Also es ist, das ganze Buch, muss man dazu sagen, ist in so einem pseudo-biblischen Stil, also als so eine Sagengeschichte sozusagen. Und deswegen ist auch die Schilderung entsprechender Szenen so angelegt, dass es dann heißt, Aldarin legte sich zu Simia oder so. Ja? Also das ist es, dann kommt so der Schnitt, wie es eben auch so in der Bibel wäre, aber es ist völlig eindeutig, was gemeint ist. Reicht das schon? Auf Oder jeden Fall, das ist sogar schon mehr, als du überhaupt generell oft bekommst. Also ich meine, der Titel Gay Fantasy ist ja, oder dieser Tag Gay Fantasy ist eh etwas schwierig. Ich habe mir auch im Nachhinein überlegt, dass Queer Fantasy vielleicht besser gewesen wäre. Ich habe Gay Friday halt genommen, weil sich Gay und Friday einfach so schön miteinander reimt. okay. Und schlussendlich geht es einfach um die Repräsentation von, ich sag mal, queeren Charakteren in der Literatur, auch in der Fantasy-Literatur. Ich habe halt
Ja, dadurch, dass ich halt selber schwul bin, lese ich natürlich auch gern mal was über eine Figur, die halt auch schwul oder lesbisch oder sowas ist. Und als Darf ich da Jugendlicher. direkt mal fragen, also lesbisch zählt voll mit, oder ist das... Ja, also gay ist ja im Englischen nicht direkt auf schwul bezogen, sondern generell homosexueller, also Slang für homosexuell mittlerweile. Aber lesbisch zählt für mich mit, genauso wie trans, genauso wie bisexuell. Mir geht es einfach um die Diversität in den Romanen. Dass es halt wichtig ist, dass wir halt auch, wir Betroffene zum einen einfach Identifikationsfiguren haben, ob jetzt als Haupt- oder als Nebencharakter. Und mir geht es da auch nicht darum, dass jetzt irgendjemand mit irgendjemand ins Bett hüpft. Darum geht es gar nicht. Mir reicht einfach schon, wenn halt einfach ein Charakter vorkommt, der halt vielleicht lesbisch ist. Und ich habe mich mal mit einem Autor unterhalten und der hat zu mir gesagt, naja, aber wenn es für die Geschichte doch überhaupt keine Rolle spielt, ob die Figur lesbisch ist oder nicht oder schwul, dann sollte ich es doch eigentlich auch gar nicht erwähnen. Und ich habe dann gesagt, doch, genau deshalb, weil ich kann mich daran erinnern, als ich irgendwie jugendlich war und angefangen habe, Fantasy zu lesen, da hast du halt mit ein paar rühmlichen Ausnahmen überhaupt keine Figuren gefunden. Irgendwie, auch im Fernsehen war das ja damals irgendwie nicht gang und gäbe. Jetzt ist das natürlich alles anders. Dass du da aber halt große schwule oder lesbische Figuren gefunden hast und mir, ich habe mich dann schon nicht so repräsentiert gefühlt, sagen wir es mal so. Und gerade vorm Coming Out tut sich der eine oder andere ja doch noch schwer damit und ich glaube, dass das einfach gut tut, dann über positive Rollenmodelle auch zu lesen. Und ich glaube halt auch, dass es halt einfach auch für den ja, Heterosexuellen vielleicht gar nicht so schlecht ist, da hier oder da in der Geschichte ganz an der Seite oder auch vielleicht als Hauptcharakter einfach über eine queere Figur zu stolpern und halt, ja, da vielleicht ein positives Erlebnis mit zu verbinden. Lass uns vielleicht mal auf die, also ich habe aus deinem Blog ein paar Bücher oder auch eine DVD ist, glaube ich, dabei rausgesucht, die du vorgestellt hast unter diesem Tag Gay Friday. Ja. Und muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keins davon gelesen oder gesehen, aber schon allein anhand der Titelbilder, finde ich, sieht man doch eine gewisse Spannbreite. Wenn ich jetzt hier dieses. Also ich kenne nur das Cover. Vielleicht ist das Cover auch völlig daneben, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ich mir jetzt hier Wach geküsst anschaue von Verena Rank, wenn ich das Ja. lese. Allein vom Cover her, also dieser Mann mit dem Sixpack, der so dieses, also so, also ich glaube, er hat das Hemd noch an einem Ärmel an und am anderen schon aus, wenn ich es jetzt richtig erkenne hier. Und dann so dieser Sonnenuntergang, das Schloss und der Wald, da würde ich sagen, das erfüllt so alle Klischees, die man über romantische Vorstellungen von homosexuellen Leuten haben könnte. Siehst du, und genau deswegen ist es gut, wenn durchaus ganz unterschiedliche schwule Figuren irgendwie in Büchern vorkommen oder auch lesbische, weil ich meine, gut, Klischees sind da, weil es irgendwann wahrscheinlich mal oder weil halt bestimmte Vorkommnisse so und so oft vorkommen, aber es gibt ja jetzt nicht den Schwulen oder die Schwulen oder die Lesbe, wir sind ja alle unterschiedlich, aber ich weiß, was du damit meinst. Das ist halt auch eine Art der Literatur, das ist. Das ist ein Fairy Tale Fantasy Roman mit einem hohen Paranormal oder mit einem hohen Erotikanteil tatsächlich oder einem hohen, ja doch, Erotikanteil. Und auch das kann Gay Fantasy sein. Also. Und also du sagst ja auch das und jetzt würde ich auch tatsächlich, also wie gesagt, ich bin mir total auf dünnem Eis, weil ich nur die Titelbilder kenne. Ja. Aber wenn ich jetzt als Gegenbeispiel mal nehmen würde, die Legende vom letzten König und mir da das Titelbild anschaue, da deutet für mich überhaupt nichts darauf hin, dass es irgendetwas anderes sein könnte als ein ganz üblicher, was ja auch wieder gut oder schlecht gemacht sein kann, aber ein ganz mainstreamiger Fantasy-Roman. Ne? Genau, und ich finde es in der Regel auch für mich als Fantasy-Leser, ich persönlich finde es befriedigender, wenn das eine ganz normale Story ist, in der auch das queere Element gar nicht im Vordergrund steht, aber es halt schwule, lesbische, bisexuelle Figuren da gibt. Und da gehört halt die Legende zum letzten König auch dazu. Das geht eigentlich um was anderes, aber es hat halt schwule Hauptcharaktere in dem Fall, ja? Oder spielt halt in einer Welt, in der das üblicher ist. Also ich habe für Der verschollene Prinz, das ist ja noch auch auf diesen Bildern mit drauf, da habe ich tatsächlich jetzt mal mir eine kurze Inhaltsangabe angeschaut.
Wenn diese Inhaltsangabe zutrifft ist und ich sie richtig verstanden habe, dann geht es ja darum, dass ein junger Mann oder eben ein Prinz praktisch verschachert wird, damit er für die Thronfolge dann aus dem Weg ist. Und zwar an den Hof von einem miesen Typen und er verknallt sich dann in diesen miesen Typen. Wenn der Prinz eine Prinzessin wäre, würde ich auch wieder sagen, dass es eigentlich ein ganz, also das ist ein ganz, ich will jetzt nicht sagen Standardplot, weil das so abgegriffen oder weil das so abwertend Ja, ich klingt. weiß, Das dass du es meine nicht ich so gar nicht. meinst. Aber ich Ja. meine so eine Ein Art von, üblicher, ja. oder ich formuliere mal so, diese gleiche Geschichte würde funktionieren, wenn der Prinz eine Prinzessin wäre, von der Inhaltsangabe her. Ja? Und deswegen ist es gut, dass es mal keine Prinzessin ist, einfach, ja. Also das wäre mit Sicherheit nicht der verschollene Prinz. Das ist mit Sicherheit kein Buch, das jetzt der Mainstream-Leser unbedingt liest. Da ist schon die schwule Komponente sehr stark im Mittelpunkt. Also da muss man sich schon, glaube ich, fürs Thema interessieren. Also wenn ich es richtig verstehe, das ist ja dann letztlich eine romantische Affäre zwischen dem Verschacherten und dem miesen Typen, so, ne? Ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber Ach oder noch so. nicht ganz gelesen. Ich denke mal, dass es da drauf rausläuft. Vielleicht, wenn ich dir ein Gegenbeispiel nenne, dann wird es vielleicht auch klarer, was mir halt wichtig ist. Es gibt eine Trilogie, die nennt sich Die Schattengilde, oder im Englischen gibt es mehr Bände, die sind irgendwie auch vor vielen Jahren auf Deutsch rausgekommen. Von Lynn Fluling waren die, Das Licht in dem Schatten, und so weiter und so fort. Und tatsächlich sind es drei Bände und das ist eine Mantel- und Degen-Fantasy. Und die Hauptfiguren, die werden tatsächlich auch, also sind es wohl Männer, die werden tatsächlich auch ein Paar, aber erst, glaube ich, im Band 2, ziemlich am Ende. Und das hat mich total überrascht, damit rechnest du halt nicht. Und das zeigt aber, es geht eigentlich um was ganz anderes in der Geschichte. Es ist eine Verschwörungsgeschichte, Palastintrigen und so weiter und so fort. Und darum geht's und das will ich auch lesen. Aber mir tut es halt einfach auch gut, wenn da halt mal einfach auch schwule Figuren im Mittelpunkt stehen. Und ja, es ist halt einfach echt wichtig, es geht ja nicht nur um, also ich habe jetzt halt dieses queere Thema für mich rausgesucht, aber es ist halt generell gut, wenn wir etwas diverser in unseren Figuren sind. Es betrifft auch, ja, disabled people oder halt auch Leute anderer Hautfarbe oder sowas, dass die halt repräsentiert werden Also im das Fantasy-Roman. würde ich, da kann ich ja nochmal einhaken. Jetzt habe ich natürlich das Buch hier nicht zum Vorzeigen, ich blende das dann ein. Mein erster Battletech-Roman, Ja. da heißt Karma, und die Zuschauer werden das Bild jetzt eingeblendet sehen. Und zwar habe ich da tatsächlich eine Hauptfigur, die aus dieser Motivation entstanden ist, denn da habe ich eine Folge in der Reihe 37 Grad gesehen, da ging es um Stotterer, Ja, Menschen, die stottern. ja. Und da wurde ein Teenager interviewt, eine junge Dame, und die hat gesagt, also die stotterte auch, und die hat halt gesagt, ich fühle mich eigentlich immer mies mit meinem Stottern, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es irgendwelche Heldenfiguren Ja, überhaupt genau. gibt, die auch stottern. Und genau exakt aus dem Grund habe ich eine Offizierin in diesem Battletech-Roman, eine knallharte Offizierin, die stottert. Das Und finde ich super. Genau. Und das ist genau auch der Grund für mich, mit dem Gay Friday, weil auch wir Figuren lesen wollen, wo wir mal der Held sein können, ja, oder die Heldin. also es geht nicht darum, dass die Schwulen oder dass die Geschichte sich darum dreht, dass diese Figur schwul ist oder lesbisch ist oder so etwas. Das ist nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass, Das oder kann auch vielleicht ist schön sein, aber das ist nicht wichtig. Nee. Wichtig die, ist das Auftauchen einfach, genau. der Schwule muss auch nicht unbedingt der Gute sein, der darf auch der Böse sein. Ja, finde ich, ja, generell ja. Ich fände es nur dann gut, wenn man vielleicht auch noch einen lesbischen Charakter positiv besetzt oder sowas dann dabei hat, damit es nicht, ja, zu Klischee. Also ich meine, es wäre ja jetzt verkehrt zu sagen, alle homosexuellen Figuren müssen dann gut sein, weil so ist die Welt auch nicht. Es gibt genug, ja, du weißt, was ich meine. Es Aber gibt es ist auch halt, miese, schwule Typen. genau, es gibt auch, genau. Aber ich glaube halt schon, dass wenn du halt so einen Roman liest oder so, also wenn ich jetzt halt einen Roman lesen würde und da würde halt das volle Klischee vom irgendwie bösen, sinisteren, schwulen Päderasten oder was vorkommen, dann würde mir schon das Kotzen kommen, ja. Wenn das aber eine Figur ist, und das macht George Martin ja zum Beispiel ganz gut, ja, der hat echt ätzende Schwule bei sich drin und der hat aber auch echt ein paar Tolle drin. Insofern gleicht sich das halt aus. Das ist, Okay. glaube ich, ganz wichtig. Also, wenn ich es jetzt richtig begriffen habe, dann geht es darum,
dass eben schwule Leute einfach zur Welt dazugehören. Und Genau. wenn das also ist, dann erfüllt das die Kriterien, um bei dir in der Rubrik Gay Friday gewürdigt zu werden. Ja, weil ganz ehrlich, zum Beispiel, und da können da viele Autoren so, guck mal, in Hogwarts waren so viele Schüler, wie wahrscheinlich ist das denn statistisch gesehen, dass da keiner lesbisch oder schwul war? Oder auch in den Hunger Games hat da nie irgendwie ein homosexueller Charakter mitgemacht? Die Statistik sagt da eigentlich was anderes. Die kommen aber da nicht vor. Und wenn du halt in so Romanen so Figuren nicht vorkommen lässt, dann beschäftigt sich halt auch ein Großteil der Menschheit vielleicht auch gar nicht damit, beziehungsweise wenn so jemand vorkommt, dann beschäftigt man sich da halt vielleicht anders mit. Ich denke, J.K. Rowling hätte total viel erreichen können, wenn irgendwie bei Harry Potter irgendein Nebencharakter halt irgendwie auch sein Coming Out gehabt hätte. Ja? Die hat da so viele Leute erreicht, aber nein, was macht sie? Sie hat halt danach gesagt, irgendwie, ja, Dumbledore war schwul, kommt in den Büchern halt nicht vor, kann sein, kann nicht sein. Ich finde es toll, dass es gemacht hat, aber im Endeffekt hätte es mehr gebracht, wenn irgendwie das schon vorher mathematisiert worden wäre. Und ich glaube, viele Autoren scheuen sich auch so ein bisschen davor, weil sie denken, da können sie was falsch machen. Aber schlussendlich, glaube ich, ist das gar nicht der Fall. Und in Amerika hast du das jetzt schon öfter, dass auch so lesbische, schwule Nebenfiguren kommen. Aber ich meine, du liest ja auch vielleicht irgendwie von Kollegen oder so. In der deutschen Fantasy kommt es noch relativ selten bis gar nicht vor. Und das finde ich echt ein bisschen schade. Vielleicht auch ein Aufruf an die Verlage. Ich weiß es nicht, ob es an den Verlagen, ob es an den Autoren liegt, ob es an der Angst liegt. Aber ja, wenn ihr Autor seid, wenn ihr Verleger seid, dann meine Botschaft an euch, lasst einfach irgendwie mal eine lesbische Hauptfigur oder Nebenfigur auch vorkommen. Schadet mit Sicherheit nicht. Hast du das denn gemacht? Ich habe jetzt hier mal die Irrlichter aufgelegt. Das ist eine Story-Sammlung und da bist du ja vertreten. Hast du diese Chance genutzt? Ja, Mensch, ja, jetzt hast du mir aber den Dolch schön in den Rücken gestochen. Also ja, das ist meine erst veröffentlichte Kurzgeschichte, Der Flötenspieler in der Irrlichter-Anthologie. Es ist eine Fairy-Tale-Fantasy, aber ja, es, ja, nee, es kommt kein homosexueller Charakter drin. Na gut, aber es ist ja auch kein Zwang. Es muss ja nicht. Nein, und es muss ja auch nicht immer und überall sein Es und auch gibt nicht auch für mich. Geschichten, wo keine queere Charaktere Ja, vorkommen. durchaus. Aber weil die Geschichten mit queeren Charakteren schwer zu finden sind, oft gibt es halt den Gay Friday bei mir auf dem Blog. Um die auch mal sichtbar zu machen. Genau. Aber jetzt sag mal was zu den Irrlichtern. Ich sehe hier Fabienne Siegmund, geschätzte Kollegin, hat das ganze Ding rausgegeben. Thorsten Loff, ein sehr rühriger Verleger, den ich immer mal wieder auf Cons treffe, hat das verlegt. Und unter anderem ist Thilo Kurzilus drin, mit dem ich mal eine Lesung hatte. Ja, da war ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass ich mit meiner Geschichte da reingerutscht bin. Es ist, wie gesagt, das Thema war halt Irrlichter, also es ging um Geschichten, die irgendwie mit dem Thema Irrlicht spielen. Und weil mich halt immer Märchen interessieren, habe ich im Prinzip zwei verschiedene Märchenmotive miteinander verbunden und habe daraus eine Geschichte gebaut, die halt in einem Moor spielt und in dem Irrlichter eine große Rolle spielen. Und ja, wenn ihr Fairy Tale Fantasy wollt, würde ich mich natürlich mögt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr reinlest und vielleicht Spaß daran habt. Auch ansonsten, ja, lohnt sich die Anthologie, sind nämlich viele tolle Geschichten und viele tolle Autoren drin vertreten. Ja, gut, okay. Und ich halt muss sagen, war ja die erste Geschichte, die ich verkauft habe, der Thilo, der ja mit auf dem Cover steht, der hat auch das Lektorat gemacht und das war auch sehr, sehr spannend für mich, der Prozess, weil ich sowas ja das erste Mal mitgemacht habe und das kann auch nochmal echt sehr, sehr viel bringen und das finde ich eigentlich auch sehr spannend und sehr schön und ja, dafür nochmal danke. Ich glaube auch, dass das ist etwas, wo sich so die Geister scheiden in meinem jetzt mal im Autorenlager, weil es gibt ja tatsächlich Autoren, die sagen, das Lektorat gefällt mir am besten, wenn die Geschichte so rauskommt, wie sie reingegangen ist. Also wenn der nichts macht, ne? Weil dann ist es das Unverfälschte und so wollte ich das und der Lektor ist mein Hindernis. Und das sind meines Erachtens immer die Autoren, die unveröffentlicht bleiben. Also. Okay, ja. Während es die andere Sorte gibt, die sagt, der Lektor und ich, wir sind eben auf der gleichen Seite, wir spielen auf das gleiche Tor. Nämlich, wir wollen die Geschichte, die fertige Geschichte zur bestmöglichen Version der Geschichte machen, die mir im Kopf herumschwebt. Also müssen wir die Fehler ausmerzen, das ist nun mal so. Und
Ich habe das gerade hinter mir. Ich habe gerade, bevor wir hier aufzeichnen, habe ich für Ferri Rodan 2825 meine Anmerkungen zum Lektorat geschrieben, die durchaus als flehentlicher Bettelbrief gelesen werden können, ein paar Stellen dort drin zu lassen. Aber ich werde natürlich mannhaft ertragen, wenn das jetzt trotzdem gekürzt wird. Das kommt ja auch immer drauf an, denke ich. Das ist mal so und das ist mal so und das ist wahrscheinlich mal mehr und mal weniger und es kommt auch auf den Autor an Es und ist auch. was man daraus macht. Also es ist aber jetzt Spaß beiseite tatsächlich immer sehr nützlich für so ein Buch, wenn es lektoriert wird und man sollte sich als Autor auch diese Sachen annehmen. Ich habe mit, ich glaube, 10 Lektoren und Lektorinnen zusammengearbeitet inzwischen. Ich habe von jedem was gelernt und das hilft wirklich. Also das ist wirklich die Chance, wo man am konkreten Beispiel in der eigenen Arbeit sehen kann, wo kann man sich noch verbessern. Also wirklich mein Herz schlägt für die Lektorinnen und Lektoren da draußen. Super, hast du auch, ist ja auch mit der erste Leser im Endeffekt, der es ja im Endeffekt dann liest und der dann auch direkt Feedback geben kann, das ist ja auch sehr, sehr viel wert vor einer Veröffentlichung. Also ich Absolut. könnte mir auch vorstellen, dass es manchmal so ist, dass man dann irgendwie, ich meine, ich habe ja auch schon Gutachten gemacht und habe ja auch schon Manuskripte gelesen. Manchmal ist es ja auch so, dass man dann über Dinge stolpert und man sich denkt, oh, da hat mich der Autor jetzt irgendwie abgehängt, das habe ich jetzt nicht verstanden. Und dann reichen manchmal vielleicht ein, zwei Sätze, um Dinge klarer zu machen. Und ja, arbeitest du mit Beta-Lesern? Nee. Gar Also nicht deins. gar nicht, würde ich jetzt nicht sagen, aber ganz selten. Also wenn ich tatsächlich ein Manuskript habe, wo ich beim Schreiben schon weiß, das schreibe ich eigentlich für Leute wie den. Ne? Also wenn ich da konkret jemanden vor Augen habe, dann bitte ich den auch, das mal zu lesen. Das klappt auch dann meistens. Aber das engt sich bei mir insofern ein, weil ich grundsätzlich keine Autoren als Beta-Leser mag, weil ich festgestellt habe und das auch an mir selbst vielleicht sogar noch stärker beobachte als an meinen Kollegen, dass ein Autor immer versuchen wird, seine eigene Geschichte zu schreiben. Das heißt, der wird ganz, ganz schwer sich tun damit, sich zu überlegen, was denn der andere Autor eigentlich machen wollte und in So. dem Sinne Anmerkungen zu machen. Und er wird immer überlegen, was hätte ich selbst denn daraus gemacht und wird entsprechend da dann Anmerkungen machen. Und das ist für mich wertlos. Ne? So, das ist. Auch für Und den, ja, verstehe ich. da ich aber viele Autoren kenne und die dann alle ausscheiden, engt sich mein Feld möglicher Beta-Leser ziemlich ein. Außerdem schreibst du ja so viel, dass der ja gar nicht hinterherkommen würde. Ich müsste das wahrscheinlich verteilen, ja. Obwohl es gibt tatsächlich Leute, die sehr schnell lesen und die eigentlich jedes meiner Bücher noch in der Erscheinungswoche gelesen haben. Ne? Wow. Also das sind, die arbeiten dann vielleicht Nachtschichten, also oder Nachtwächter besser gesagt, und haben halt als Auflage von ihrem Chef, sie dürfen nicht einschlafen, aber sonst können sie halt machen, was sie wollen, und dann ziehen die so ein Buch durch. Ne? Gibt Schlimmeres, denke ich, ja. Ja, aber die Super. könnten da, also bei denen wäre das kein Hindernis, dann da die Sachen auch Beta zu lesen. Naja, gut, bevor wir uns jetzt hier heillos verquatschen, was bietet denn die Fantasy in Zukunft? Ich habe hier mal ein paar Sachen aufgelegt, um so die Puh. verschiedenen Stilrichtungen zu machen. Du als Mann mit der Hand am Puls der Zeit, was kannst du uns denn sagen, auf welches Pferd muss man setzen? Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon lange eine Literaturagentur aufgemacht oder selber einen Verlag oder sonst was. Oder ich glaube, ach, das ist ganz, ganz Aber das schwierig. ist tatsächlich so, das weiß keiner. Also es gibt ja so diese Verschwörungstheorie, dass da in den Verlagen schon ausgebrütet wird, was 2019 der Bestseller werden soll und dass die da die entsprechenden Budgets zur Seite gelegt haben und dass das schon feststeht. Und ich glaube, es ist wirklich totaler Quatsch. Es ist manchmal, ich meine, reden wir jetzt von Trends oder von Wellen oder von, ich meine, klar, sowas wie Twilight oder wie Harry Potter, das oder wie der Herr der Ringe, die haben natürlich Wellen ausgelöst in der Fantasy-Literatur. Und ich könnte mir eventuell schon vorstellen, dass vielleicht jetzt Star Wars, wenn das in die Kinos kommt, auch so diese Space Opera wieder ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt. Könnte Also passieren. kann ich mir auch vorstellen, hat allerdings mächtig, ist mächtig daneben gegangen bei dem Hobbit. Also Ja? da weiß ich, dass eben nach dem Herrn der Ringe gab es ja einen Riesenboom in der deutschen Fantasy. Da kamen diese ganzen Völkerromane, die Orks, die Elfen, bla bla bla. Und man hat dann gedacht, haha, jetzt kommt ja noch eine Trilogie für den Hobbit. Dann weiten wir doch mal unser Fantasy-Programm aus. Und das war ein großer Trugschluss. Also das hat tatsächlich überhaupt gar nicht geklappt. Ne? Hm.
Ich weiß auch gar nicht, ob das immer so sinnvoll ist, jetzt irgendwie nach Trends überhaupt zu suchen und versuchen, die zu generieren. Natürlich hätten wir das alle gern, wenn wir jetzt irgendwie aus einer Profit- und Loss-Geschichte darauf gucken, also auf eine Gewinn- oder auf eine Erfolgsgeschichte. Aber schlussendlich, glaube ich, ja. Wir Leser haben natürlich mehr davon, wenn irgendwas mit Herzblut geschrieben ist und das einfach durch die Geschichte durchscheint und so dann hoffentlich irgendwie jemand wieder den Puls der Zeit trifft und vielleicht ganz viel, ja, Interesse an der Fantasy wieder weckt. Das tut uns ja allen gut, weil dann wieder mehr erscheint. Aber ob man das wirklich planen kann, ich weiß es nicht. Ich meine, schlussendlich ist es vielleicht nicht verkehrt, sich ein bisschen am Kino zu orientieren, aber ob das ein Erfolgsgarant ist, man weiß es nicht. Ich meine, die Superheldenfilme sind jetzt ja auch total erfolgreich, aber ich wüsste jetzt nicht, ob da jetzt Romane mit Superhelden momentan irgendwie laufen oder gefragt werden. Also da war ja meine Entdeckung letztes Jahr Ian Tregillis. Der hat ja seine Milkweed-Trilogie veröffentlicht. Übrigens also ich weiß nicht, ob ich ihn da jetzt damit auf die Füße trete, aber ich würde jetzt mal sagen, ein Zögling von George R. R. Martin, weil er in diesem Southwestern Writers Club oder wie das Ding da heißt, unterwegs ist. Okay. Das ist also schon deutlich inspiriert von einer dunklen Version von Superhelden. Das hat man schon gemerkt. Ah, okay, ja. Wobei ich allerdings auch vermute, dass das in Amerika irgendwie ein Dauerbrenner-Thema ist. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass das jetzt, also Naja, da ist einfach der amerikanische Markt halt auch viel größer und die sind superheldentechnisch halt einfach durch die Comics viel, viel traditioneller einfach da schon als wir und da passiert, glaube ich, einfach auch mehr. Ich meine, in Amerika hat man immer das Gefühl, dass da viel mehr experimentiert wird, sage ich ja auch immer wieder, aber das liegt einfach auch daran, weil da der Markt groß genug ist. Ich glaube, in Deutschland traut man sich oft vieles nicht. Also wir sind schon sehr in noch so sehr klassischen Strukturen teilweise verfangen. Da könnte Jugendbuch vielleicht jetzt mal ausgenommen, aber ansonsten, ja, würde ich mir schon wünschen, dass wir hier in Deutschland auch so ein bisschen mehr andere Dinge ausprobieren, andere Ja, Subgenres. also ich, okay, also vielleicht driften wir jetzt ein bisschen ab, aber so aus meinem Einblick, der natürlich auch sehr begrenzt ist, kann ich nur sagen, die Verlage sind hier in den letzten 5 Jahren oder so immer auf die Nase gefallen, wenn sie was Neues ausprobiert haben. Ja, es ist das furchtbar. Also aber massiv auf die Nase gefallen mit Steampunk, mit Zombies, also was gab es da alles, was sie nicht machen wollten und Liegt was. das an den Lesern? Liegt das an uns, dass wir die Bücher nicht kaufen? Oder sind wir zu spät dran und wir haben die amerikanischen Originale schon und es ist für uns nicht mehr interessant? Oder woran liegt's? Also ich glaube, dass man das überschätzt mit den amerikanischen Originalen, weil das, klar, natürlich gibt es einen Markt für englischsprachige Literatur auch in Deutschland. Bei Steampunk ist er wahrscheinlich sogar recht groß, kann ich mir vorstellen, weil die Klientel eine spezielle ist. Aber ansonsten glaube ich, ist das Segment, das wirklich jetzt in Deutschland die englischen Sachen liest, wenn es halbwegs erwarten kann, dass es das auch auf Deutsch noch kommen wird, ist, glaube ich, relativ gering. Was du, glaube ich, sehen kannst, ist das aber nicht nur in der Fantasy so, sondern generell, du hast halt, die Pyramide wird immer steiler, glaube ich. Also ich glaube, der Abstand zwischen Platz 1 Spiegel-Bestsellerliste und Platz 2, der wächst immer stärker. Okay. Also du hast eben so ein paar, die so richtig, 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 richtig erfolgreich sind und danach flacht das unheimlich ab. Und auch die Trends, die du genannt hast, also mit Harry Potter und so weiter, das sind ja alles Sachen, die von einem Erfolg, der aus meiner Wahrnehmung aus dem Nichts gekommen ist, mit einem Erfolg dann aber losgetreten sind. Und dann gab es Ja, ja das viele, die stimmt. nachgemacht haben. Naja, auch Shades of Grey im Endeffekt. Ja, ist jetzt nicht Fantasy, aber das ist ja Klar, das hat auch beste eine Wirkung. Beispiel. Hat eine Ja. Welle rausgetreten, natürlich, ganz klar. Ja, und von daher kann ich nur sagen, ich weiß nicht, was der nächste Trend ist. Keine Ahnung. Also kann ich nicht sagen. Aber ich habe noch, da wir ja jetzt nichts zum Trend sagen können und die Zuschauer jetzt alle traurig sind, können wir vielleicht doch nochmal abschweifen oder zurückgehen zum Gay Friday. Ich habe hier ja den Conan aufgelegt. Jetzt mal Ja. eine Frage von einem Außenseiter in dieser Thematik. Der hat ja nun einfach sehr viele maskuline Merkmale, also sowohl körperlich als auch vom Auftreten her. Ja. Deswegen war ich ja immer der Meinung, der müsste auch für heterosexuell orientierte Frauen attraktiv sein und das wird dann immer böse bestritten und ich glaube, die lügen alle.
Und die finden ihn in Wirklichkeit doch sehr attraktiv. Also ich kenne eine heterosexuelle Frau, die ihn auf jeden Fall in der Verfilmung mit Jason Momoa sehr attraktiv fand. Also insofern. Okay, wusste ich's doch. Nee, aber ist das etwas, was so in der Szene der Leute, die Gay-Literatur lesen, auch einen hohen Stellenwert hat, weil der sehr diese maskulinen Elemente betont, oder ist das da eher kein Thema? Du, da kann ich dir keine allgemeingültige Antwort geben. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel die Gay-Literatur, wie wir sie jetzt nennen, großteils auch viel von Frauen gelesen wird. Insofern hätten die dann wieder das, wenn sie das dann schon bei Conan bestreiten, dann bestreiten sie es auch bei der Gay-Literatur. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Also es ist, ich kann es dir jetzt weder bestätigen noch kann ich es abstreiten. Meins ist Conan persönlich nicht, aber ich habe es auch generell nicht so mit den Klassikern der Fantasy. Okay. Liegt einfach auch daran, dass ich, wie ich ja eingangs erwähnt habe, also wenn du dir nochmal irgendwie die Bücher ins Gedächtnis rufst, die ich gerne lese, dann ist das einfach da, ist das da kein Thema. Verstehe. Gut, wir sind im Grunde durch. Vielleicht können wir zum Abschluss nochmal dich bitten zu sagen, warum sollen die Leute denn Bücher lesen? Man kann ja auch ins Kino gehen oder Golfen machen oder was weiß ich was oder hier im Vergnügungsviertel von Berlin unterwegs sein. Warum bleibt man zu Hause und liest ein Buch? Warum ist das eine lohnende Beschäftigung? Das Schöne ist, dass man ja alles machen kann, wenn auch nicht vielleicht auf einmal. Aber warum lese ich zum Beispiel gerne? Ich halte es nicht für Weltflucht. Mir hilft es immer noch mal irgendwie abzuschalten, meine Batterien neu aufzuladen, den Horizont dann ein Stück weit auch zu erweitern. Vielleicht, wie du auch vorhin gesagt hast, man lernt neue Konzepte oder philosophische Fragen kennen, mit denen man sich vorher noch nicht beschäftigt hat. An sich, ja, ist es einfach sehr inspirierend, sehr entspannend, sehr, ja, auch, ja, einfach wirklich eine lohnende Freizeitbeschäftigung, weil man halt einfach mal in eine andere Welt abtaucht, aber auch ganz viel für seinen eigenen Alltag wieder mit rausnehmen kann, ja. Also man lernt ja auch sich durchs Lesen, glaube ich, ein Stück weit besser kennen. Und jeder, der liest, für den ist ja eine Geschichte ist ja nicht dann fertig, wenn jemand sie geschrieben hat, sondern wenn man sie liest, macht man sie sich ja auch zu eigen und interpretiert die für sich neu und oft lernt man da auch nochmal was über sich dann dabei. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du hier zu Gast warst in der Rabenloge. Ich sage vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht, danke. Und auf Wiedersehen an die Zuschauer. Wiedersehen.